Okay, let's go! Hier, Gato. Ey, das ist ein Lingul. Ui. Und keine Texturen, Bro. Aber die Stadt sieht cool aus. Ach ja, Unterricht. Willkommen in Paldea. Ja, wollen wir fahren? Wir kommen so zu spät zum Unterricht. Wahnsinn. Wie wir trödeln, hä? Autofight auf R jetzt schon möglich. Laber nicht, was? Okay, check ich kurz ab. Oh Gott, flieh! Oh, der hat Angst. Oh, der flieht wirklich. Das sind Feuer-Pokémon, die hauen ihm die Fresse ein. Jetzt noch den Controller laden. Das ist wirklich der Hammer. Hä, hey, weil wir hatten meine Pokémon geheilt, korrekt? Danke, Bro. Ja, wo immer das war. Ja, vielleicht smarter gegen Pokémon kämpfen zu lassen, die nicht gerade Typ Feuer sind, hä? Oh, ich glaube, ich bin zu nah rangegangen, oder? Es war todes nice so, oder? Du machst halt mehr XP, wenn du so kämpfst. Kannst sogar Auto healen? Okay, das ist cool. Wie auch immer das geht. Hol ihn dir. Ziel erfasst. Bing Bong. Tops genommen, nicht mal Schaden genommen. Ja, aber sehr wenig XP. Was hat er da gerade gemacht? Das ist schon sehr wenig XP, aber man kriegt so Items von denen. Das ist auch ganz cool. Dann kriegen wir mal so seine Haare. Wir reißen ihm einfach die Haare raus. Hey, das ist der erste Trainerkampf. Witzig. Aber hier ist es komplett optional, Trainer zu bekämpfen diesmal, Chat. Jetzt natürlich trotzdem tun. Das ist komplett optional, das erste Mal, dass man einen Trainer bekämpfen kann. Komplett das ganze Game über, I guess. Aber werde ich natürlich trotzdem mal tun, weil Free XP. Das haben wir hier auch schon, den Fight haben wir ja auch im Trailer gesehen. Bis it in! Haha, geflincht, Alter. Loser. Ja, bis Banger-Attacke wieder am Anfang. Let's go. Gut, Nils. Ich freue mich immer über Pokémon. Trotz der verwaschenen Texturen, der wenig FPS, der ultra langsamen Kamerasensi. Aber ansonsten, ich habe trotzdem Spaß. Ich lasse mich nicht lumpen. Ich bin bei sowas ziemlich einfach. Ja, ich bin einfach Typ. Cool, Entons laufen hier rum. Und Bummelins. Hey Bummelin, ich will dich haben. Lass kämpfen, Bro. Oh, das tötet ihn vielleicht. Ups.
Stachelspruche gelernt. Egal, das ist auch gut zum Leveln hier, die einfach alle kurz zu One-Hitten. Was ist mit mir los? Level 7. Also was, hau ich trotzdem nochmal einen sehr effektiven rein. Dachte ich mir nämlich. Natürlich. Ja, da kannst du heulen, wie du willst. Am Ende des Tages. Pokéball und Hepp. Eigentlich sogar direkt ins Team, aber irgendwie will ich schon effizient handeln und meine Pokémon leveln, damit die sich entwickeln. Pokédex einfach direkt weiterführen. Oh yeah. Ja, ne? Weil von denen kann sich auch jeder noch entwickeln. Clownwetzer. Wer versucht die zu lernen? Ja, zum Beispiel hier so, dass man auch unter dem Boden durchguckt. Ist halt auch Quatsch gerade. Hey, sag mal, wird die Unlicht oder Unlichtpflanze? Was wird die später? Warum lernt die nur Unlichtattacken hier? Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Er hat Angriff und Genauigkeit des Anwenders. Ja, wird Unlicht. Okay. Oh, Bammelin. Es lässt seine Ruten wie eine Schiffsschraube rotieren, um sich im Wasser fortzubewegen und Algen zu zerschneiden, die an ihm haben. Ab in die Box mit dir, Digga. Und wieder ein cooles Buch. Sieht cool aus, diese Bücher. I like that. Enton! Hey, das sind Marills. Ja, nicht mal Marill. Wie heißt das? Vorentwicklung davon. Okay, das wird die anderen töten. Deswegen erstmal ein bisschen chilligen. Not like that. Ach so, Grill, ja, genau. Sag. Sehr gut. Es wird permanent von Kopfschmerzen geplagt. Wird der Schmerz stärker, setzt es geheimnisvolle Kräfte frei. Und dieses arme Pokémon wird einfach immer gequält. Oh, scheiße. Hilf doch jemand, Enton. What the fuck? Einen ganzen miesen Tag. Das ist fürchterlich. Dieses Pokémon ist wirklich sehr traurig, muss ich sagen. Hey, guck mal, da unten ist so ein... Das neue Pokémon ist unter der Brücke. Seht ihr das? Das ist ja auch im Trailer gesehen irgendwo. Ja, wie witzig, ich stehe jetzt auf einer Plattform einfach. Volltreffer. Gott. Nice. Das wollte ich. Ein kleiner Zurückschrecker. Nichts geschieht. Und dann kriegst du einen Pokéball in die Fresse, wenn nichts geschieht, mein Besser. Wir gehen die Pokébälle aus. Janis, danke für den 17. Monat. Welcome back. Normal und Fee. Es hüpft wie ein Gummiball und bekämpft größere Gegner, indem sein Schweif nach ihnen schwingt. Fuck, behalt dein Schweif bei dir, yo, Bro. Okay, Bro. So, wie sieht's denn mit dir aus? Der unter Brücke schlafender Fee. Bist du ein Collectible oder kann ich dich encountern? Hier, Spenstmütze. Dieses Material hat ein Pokémon unbewusst fallen. Gierspenst. Der ist Geist normal, glaube ich, oder? Und der ist so ein geldgeiler Wichser wie Auzi halt auch, ne? Und so einen Blick hat. Was ist das hier? Magierbeere. Kann ich mir die Beine brechen? Nee. Ich sollte jetzt nicht zu viel erkunden, bis ich Koraidon benutzen kann, I guess. Sonst werde ich auch keine Berge hochklettern können. Dann haben wir ein Problem. Carpador! Ist der dumm. Diesmal will ich aber nicht mit einem Garados spielen, das sollte klar sein. Blattwerk! Und tot. Uch, passiert den Besten.
Carbon hätte ich trotzdem noch gerne mitgenommen, sag ich wie es ist. Man konnte gegnerische Pokémon hier auch überraschen. Das ging. Warum leuchtet das so gold? Jetzt in dem Wasser nur. Ah, TM. Deswegen, maybe. Pokéball, super. Noch ein Pocketball. Ey, da ist das Paldea Felino. Neue Form. Wenn das klappt, probieren wir mal. Guter Wurf. Und dieses Mal das Turnier. Nein. Ja, ich war der Einzige, der am Start war. Will talk. Level, oh yeah. Ein verlorener Revierkampf zwang es, an Land zu leben, um sich zu schützen. Entwickelte es eine giftige Schleimschicht auf seinem Körper. Ja. Der wurde einfach an Land gejagt. Giftboden. Das hat ein Kombo. Das ist interessant. Ich hätte jetzt bräuchte ich das mit dem Carpador. Kann ich nochmal Carpador spawnen auf korrekt? Ach, scheiß drauf, ich werde noch genug Carpadors finden. Sag ich. Schon viele Pokémon unterwegs auch, das ist ganz gut. Ich brauche auch noch beide, tatsächlich. Ach was, Alter. Ich dachte, wenn so ein Käfer fliege, Alter, aber es ist die Vorentwicklung von Hummeluff. Fluffeluff. Yoda Kadabra, danke dir für den 10. Monat. Willkommen zurück. Nämlich, Fluffeluff wurde gefangen. Und ich spiele sie Max, alles gut. Wie hat der es denn gespielt gestern? Der hat mich sogar gefragt, ob es sich lohnt, um 0 Uhr reinzugehen und sowas, ne? Es duftet süßlich. Fängt sein weicher, elastischer Körper einmal an zu hüpfen, ist er nicht mehr zu stoppen. Nice, sie war aber noch ein Viech. Dieses Hund. Dieser Hund. Wo ist er hin? Oh Mann, meine Kamerasens ist echt viel zu langsam. Muck ist gut, Hefe. Schade, dass der nicht zurückschreckt. Und das tötet ihn, lass ihn gerade. Oh nein, gut. Pizza We Trust, danke für den 11. Monat Prime. Willkommen zurück, war nicht echt schön. I'll take it, no matter what. Aber noch ein Trassler, echt? Will ich übersehen. Echt nicht drunter. Hat nicht ein Pokémon gefangen. Ja, für Max ist Pokémon nix, sag ich. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. What the fuck? Dein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. Eh einfach. Nur Fee. Witzig. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich mein Team bauen soll. Ich will natürlich wieder ein Team bauen aus Pokémon, die ich noch nicht hatte. Also jetzt sprich so Garados, Glurak natürlich nicht. Ein Team will ich jetzt nicht mehr haben. Da ist ein Trassler. Aber so ein Galagladi macht eigentlich schon Sinn, ne? Galagladi, Hypnose, Trugschlag und sowas, um einfach Pokémon zu fangen. Aber da gibt es bestimmt auch coole Alternativen, I guess. Probieren wir was. Ne, diesmal nicht. Okay, das senkt meinen Angriff. Dann habe ich ja keine Angst, dass sie stirbt. Sehr gut. Ja, diesmal Despotar wäre schon ganz cool. Despotar habe ich bis jetzt nicht einmal gespielt. Und vor allem Despotar ist halt auch in dieser Edition. Das ist das Geile. Ich will Despotar. Ich werde Despotar in diesem Teil so shiny handen, ne? I don't fucking care.
Psychofee. Und ist es männlich oder weiblich? Sehe ich nicht, oder was? Nice. Mit den roten Hörnern auf seinem Kopf kann es die Gefühle der Menschen genau erspüren. Haben wir bestimmt vorhin gesehen, was für ein Typ das ist. Ja, wir haben schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ordentlich was gefangen. Das ist der kleine Bengel hier. Willst du jetzt auf die Fresse? Dein Pokémon ist wieder fit. Nicht derselbe, sondern ein anderer, oder? Hast du sie? Oh. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Wir haben Rotalanda in Karosin, ich weiß. Und ich habe Rotalanda in Shiny, deswegen juckt. Treffer. Step it in, das kracht. Hör auf mich zu tackeln, was fällt dir ein? Komm, Sau. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, wie die Formen alle aussehen. Von den Zukunft- und Vergangenheitsformen. Ich habe mir nur die Trailer angeguckt. Ich will mir auch gar nicht spoilern lassen. Also haltet euch auch mit Spoilern zurück, sonst schallern hier die Bands rein. Na, das wisst ihr doch. Da bin ich streng auch, klar. Also ich weiß nur alles von den Trailern. Ich habe keine Ahnung, wie irgendwelche Formen noch aussehen. Nur von den Donphan, was man gesehen hat, das sah in beiden Formen sehr cool aus, muss ich sagen. In Vergangenheit und auch in Zukunft. Ist hier ein Pummelo? Nee. Sie wollte dir doch noch was verraten. Stimmt, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das ist ein Pokémon Center. Hier gibt es nützliche Dienste für Pokémon Trainer. Das ist das Pokémon Center. Cool. Wenn wir draußen. Besser als jedes Mal reinzugehen. Sag ich sogar, ist besser so in der Open World Game. Ja, und da direkt ein Supermarkt nebenan. Das ist geil. Das ist sehr geil. Sehr viel entspannter. Sehr viel schneller auch. Liga-Punkte. Ein LP entspricht ein Poké-Dollar. Aha, okay. Hier kann man die herstellen lassen. Pokémon hinterlassene Materialien. Ah, cool. Man kann das TM selbst craften. LP. Okay. Ein Haufen Pokémon-Materialien. Mein Tee ist leer und ich bin traurig. Ich hätte gern noch einen. Bentos, danke für 18 Monate. Kommt in den Tests ran, oh Gott. Ja, das haben wir gelernt. Selbstständig Items aufsammeln und sowas. Pokémon an der Spitze deines Teams losschicken. Es kämpft dann eigenständig gegen Pokémon in der Nähe und sammelt Items auf, ja. Allerdings nur noch über wenig Kraftpunkte verfügt, kannst du es nicht alleine losschicken. Geschwächte Pokémon lassen sich mit Items wie Tränken heilen, ja. Wenn ein losgeschicktes Pokémon einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisung geben. Bei solch einem Autokampf kannst du dein kämpfendes Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig die Umgebung erforschen. In einem Autokampf bestimmen die Stärke und der Typ der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wähle daher das Pokémon, das du losschicken möchtest, mit Bedacht aus. Ja, macht Sinn. Sieht cool aus. Schöne Bilder auch. Sieht aus wie so richtig cleane Sticker. Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, frag beim Pokémon Center um Rat. Ah, so ein kleiner Wegweiser. Ist halt Open World. Wie gesagt, man kann dann ja überall hin. Was geht, Bro? Ich würde gern was kaufen, ja. Und zwar den ein oder anderen Pokeball.
Also mal 20 auf Tasche nehmen. Minus 4k Cash ist okay. Damit bin ich zufrieden, würde ich sagen. Erstmal. Habe ich vielleicht das ein oder andere Gold Nugget dabei? Wahrscheinlich nicht, ja? Ich verkaufe dir den Choradon Ball. Kapi. Lass mal kurz die TM-Maschine abchecken. TMs herstellen und TMs herzustellen, brauchst du Materialien, die von Pokémon fallen gelassen werden. Liga-Punkte. Charm. Was braucht man dafür zum Beispiel? Azurill H und irgendwas, das ich noch nicht kenne. Lebensschelle kann ich straight up herstellen. LP 200 und Filino-Schleim. Wo macht man Geheimgeschenke, Chat? Wo nimmt man die an? Lässig, Digga. Oh, das Pikachu kann man sich auch noch holen, stimmt. Zehn Tränke, fünf Viehpeiler, drei Beleber, Ether, ein Sonderbonbon, ein Nugget. Pikachu von Terra Team Flug. Das gibt's ja auch noch. King Lukas, danke dir für den 8. Monat. Du bist die einzig wahre Abo-Falle, mein Lieber. Plus, plus mal weiter so. Danke dir, Bro. Vielen Dank. Ja, lass gerne Prime da. Wenn ihr einen ready habt. Kostet nix, wenn ihr schon Prime habt, ne? Wart. Natürlich, Pokédex-Eintrag. Ist es wütend, entlädt es sich augenblicklich die, entlädt es augenblicklich die Elektrizität, die es seinen Backentaschen gespeichert hat. Pikachu. Nice. Komm ich hier rein? Hallo, Weepers. Wer bin ich? Oh, und danke dir auch für den 13. Nee, 3. Monat Prime. Sorry. Danke. Danke, danke. Will kämpfen, ist die dumm. Und sag mal deinen Quacks, du Pappnase. Ich nehme die Freaks P immer gerne mit. Vielleicht zwei Pokémon ins Rennen. Und Glurak Level 40. Was? Kraftschub. Ja. Bild. Rot. Willst du mit jemandem zusammenzocken? Nö. Ich meine, was soll das auch bringen? Jeder macht ja eh seinen eigenen Shit. Weißt du? Aber er macht schon Sinn, vielleicht mit jemandem in der Lobby zu haben, der auch, eine lila, also die lila Edition, wollte ich sagen, der Purpur hat. Ein Ass aus dem Ärmel zu ziehen? Das ist ihr Ass. Terra-Typ. Was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt schon. Terra-Maximierung. Wie nennt man das? Terra-Entwicklung? Boah, wie schön das aussieht. Was ist denn jetzt für ein Typ? Elektro? Hat er noch vorher auch? Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken von Typs noch weiter steigen. Okay, jetzt ist. Nee, der ist immer noch Elektro, aber einfach nur stärker. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist echt in sich, selbst wenn die Attacken nicht sehr effektiv sind. Oh, krass. Rot. Aber es sieht schön aus. Alles um sich herum wird so dunkler. Nice. Zauberblatt.
Sure. Damage macht die? 60. Gut. Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Sehr gut. Besser als Blattwerk. Das ist einfach die bessere Attacke. Aber warte mal, die ist special. Die ist special. Jetzt ist die Frage, ist Felori Special Attacker oder Attacker? Ich weiß es gar nicht. Also Spezialangriff ist weniger. Das ist ein Attacker, wie es scheint. Man sieht ja rechts die Werte. Wie witzig. Gut, dass man das sieht. Ja, dann ist es wack. Ich weiß jetzt nicht, aber wie viel 4 Punkte ausmachen. Weiß ich leider nicht. Hallo? Brummel entwickelt sich. Meine erste Entwicklung. Wer ist er denn? Puponcho. War der neu? Nein, oder? Wieder vergessen. Wenn Gori Geronimatz es mit seinem Schnabel angreift, schlägt Puponcho mit seinem spitzen Fell und einem giftigen schwarzen Puder zurück. Das sieht ja cool aus. Schutzschild. Na, nee. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Das haben wir doch noch hier. Nani? Nee, der hier. Nani? Hallo? Wahnsinn, du hast einfach so gegen mich gewonnen. Ja. Kriegst du mir das auch bei? Halbe Leber, wow. Schon gefüttert, ja. Da ist wohl jemand erschöpft, ne? Ja, ja, diese Buchanimation, die ist schon sehr cool. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. 400? 400 hat der Chat gemeint. Der Pokédex, zumindest der erste, ist 400. Flow Motion, da geht für die zwei Subkits, mein Lieber. Endlich sind wir in der City angekommen. Let's go, shit. Ja, wären wir endlich. Mesalona City. Größte Stadt in der Paldea-Region. Das ist die größte Stadt. Friseur. Warum ist es diese zylinderförmige... Weiß, rot, blaue, gestrichelt. Warum ist das immer der Indikator für Friseur? Warum ist das so? Wie hat sich das durchgesetzt? Den Häppchenladen. Eine Frise sitzt die Sau. Was geht, Crunky? Alright, ma'am. Wir sehen uns. Du hast einen Bronzer. 2,5 FPS. Obwohl, wenn man näher dran geht, hast du mehr FPS. Ich habe Lust auf. Und ja, die Frau hier kenne ich auch aus einem Trailer.
dass man bei ihr irgendwas machen kann. Erinnerung an längst vergangene Leben. Ja, das sind die Handyhüllen, ne? Ich spüre, wie abenteuerlich deine vergangenen Leben gewesen sein müssen. Jo, das klingt ein bisschen creepy, oder? Zero, danke dir für den 5. Monat. Kanto, Gala, Sinnoh, Hisui. Um alle vier. Ich mach Kanto. OG. Das sind einfach nur Handyhüllen als Belohnung, wenn du andere Pokémon-Teile gespielt hast. Warte mal. Achso, jetzt muss ich den hier auswählen. Pikavoli Handyhülle. Geil. Also ein Pikachu und ein Evoli aus der ersten Gen drauf. Das sieht cool aus. Kann ich die anderen auch noch alle mitnehmen? Stimmt, oder? Ich kann die alle mitnehmen, die Handyhüllen. Witzig. Ich habe nämlich alle gespielt auf der Switch. Alle auch auf 100%. Yippie! Ich bin Pokémon-Trainer. Na klar. Komplett. So, jetzt haben wir alle Handyhüllen. Jetzt können wir nochmal gucken. Jetzt können wir mal zusammenschauen, welche die beste ist. Aber ich glaube, war schon die beste. Das da links war das, ja. So, Chat, welche findet ihr ist die beste? Hast du die Standardhülle? Toll, die andere seht ihr nicht. Weil mein Fettschädel wieder am Weg ist. So, Standard. Wenn du Pokémon Legenden Arceus gespielt hast, hast du das Arceus Phone bekommen. Alduin ist aus Schwert und Schild, meine ich. Poketch ist, denke ich, BDSP. Und Pikavoli ist Let's Go Pikachu. Alle feiern Arceus und Balduin. Ich feiere, muss ich sagen, dass hier am meisten die Pikavoli in die Hülle, weil da so in ganz klein ein Pikachu zu sehen ist, was gegen Evoli kämpft. In so richtig Gameboy-Manier wie damals. Guck mal die FPS von Wablu auf Distanz an. 2 FPS. Wenn man näher rangeht, sind die wieder normal, aber auf Distanz sieht das schon echt much aus. Also lecker. Dieses was? Manche Mahlzeiten hier können dich mit Eikraft füllen. Diese Kraft erleichtert es dir, bei einem Picknick Pokémon-Eier zu finden. Das ist die neue Brutmethode, hä? Frau Mario Kart, nee. Pokémon grün, gelb, rot. Die erste Edition, die Starter. War bis vor kurzem immer noch das aller meistverkaufteste Spiel ever. Mario Kart war gerade mal 4., 5. Stelle oder sowas. War nicht mal dicht dahinter. Wo ist denn hier random eine Höhle, jo? Nichts wie zur Akademie. Achso. Guck mal die FPS. guck mal, wie die da hinten rumlaggt. Wenn man näher kommt, ist es normal wieder. Und sieht ganz normal aus, easy. Aber auf Distance, guck mal. Das sind die Rüpel, glaube ich. Ja, steht auch da. Rüpel A. Was ist das? Hilfe ein. Ah, ich bin so ein Typ, ich eile auch mal zu Hilfe.
keiner von euch gehört. Jetzt bin ich ein Teamstar schon beigetreten und muss mich trotzdem behandeln lassen wie der letzte Dreck. Ja! Ja! Das ist es! Fuck you! Oh, sind das Cringe Lords, Alter. Wahnsinn. Was ist das? Was ist das denn? Sproxy. Nicht sehr effektiv. Ich kann mal gucken. Es macht zwar 20 mehr Schaden, aber macht es auch mehr Schaden, wenn ich physischer Attacker bin. Ja, definitiv. Definitiv. Jetzt bin ich diejenige, die Sterne sieht. ich brauche noch Tee. Warum ist der so stark? Hey, ihr da, soll das werden? Fängst dir einfach an, mit wildfremden Leuten zu kämpfen. Dafür bin ich doch da. Aber Team Star! Was? Oh, sorry, da muss ich was falsch verstanden haben. Team Star einfach. Super, mega, ultra, geheimen Item. Terra-Kristallisierung, dachte ich mir. Terra-Kristall-Orb. Das sieht gut aus. In diesem Orb bot Kristallisierungskraft inne. Es ist völlig aufgeladen, kann das Pokémon Terra-Kristallisieren. Und die Pflanze an, ja. Hehe, denn geschehen. Praxistest, okay, let's go. Ist das jetzt das Versuchsobjekt? Ja. Wenn das nicht passt, kämpfst du gegen mich. Okay, erste Mal Terra-Kristallisierung. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Sieht bestimmt wieder schön aus. Schön shiny, funkeln, funkeln, juhu. Kannst du den Rucksack abnehmen? Ich denke nicht. Das habe ich nicht gesehen, dass ich den abnehmen kann. Nun, wie läuft das jetzt ab? In Palia kommt es vor, das Pokémon kristallisieren. Dieses Phänomen wird Terra-Kristallisierung genannt. Wähle im Kampf die Terra-Kristallisierung aus, um den Vorgang auszulösen. Terra-kristallisierte Pokémon nehmen ein Terra-Typ an. Attacken, die demselben Typ wie der Terra-Typ angehören, werden noch viel stärker als gewöhnlich. Das ist ja schon mal gut. Einfach nur stärker. Nachdem du eine Terra-Kristallisierung ausgelöst hast, kannst du sie erst dann erneut einsetzen, wenn du dein Team bei einem Pokémon-Center geheilt hast. Überleg dir deshalb gut, wann du sie nutzen möchtest. Okay, krass. Boah, bin ich. Jetzt bin ich wieder verschleimt wie ein Blöder. Sieht schon Banger, ja, safe. Das sieht ja cool aus, Alter. Und dann noch, wie viel stärker das wird. Mucke geht gut ab, Alter, du hast recht. Mal gucken, wie das aussieht. Blümchen. Wow.
etwas gekracht. Die Sterne leuchten so hell. Cash. Hasta la vista. Vista, checkt ihr? Wegen Star, Team Star. Hasta la vista. Okay, Team Star ist echt eine schräge Bande. Das ist ein weird Champ. Du bist echt eine coole Socke. Danke, yo.